Hey ho Leute und willkommen zu einem kleinen Video bezüglich des kommenden Nintendo Directs heute um 23 Uhr. Gleich vorne hinweg, eine kleine Information. Heute um 23 Uhr werde ich streamen, ja, ungünstiger Zeitpunkt, aber nein, gleichzeitig auch nicht, denn ich werde 10 Minuten, 15 Minuten vorher schon anfangen zu streamen, werde ein kleines bisschen was dazu sagen und werde die Nintendo Direct streamen. Das heißt, ich werde währenddessen etwas leiser, damit man auch den Stream nicht verpassen kann oder irgendwas nicht alles sehen kann von der Nintendo Direct. Werde ich auch ganz kurz nochmal erwähnen, meinen Senf dazu geben. Ja, wer zuschauen will, kann gerne zuschauen. Um 23 Uhr, Link von meinem Twitch Channel ist hier unten in der Beschreibung. Genauso könnt ihr mir auf Discord followen, also auf meinem Discord-Server mitkommen und dann könnt ihr mit mir da gemeinsam quatschen. Vielleicht bin ich ja da auch gerade während dem Nintendo Direct. Ansonsten könnt ihr gerne auch followen. So, bezüglich der Nintendo Direct. Es gibt ja paar Kleinigkeiten, was schon gesagt worden ist, zum Beispiel, dass es sich hauptsächlich um neue Nintendo Switch und Nintendo 3DS Spiele handeln soll, also neue Informationen bezüglich neuer Spiele. Und es wird auch mehr über Nintendo auf der Nintendo Switch Mario und Tennis Aces gesprochen. Und was kann man von dieser Nintendo Direct dann erwarten? Was ich mir wünschen würde, was so kommen wollen sollen sollte, dass mehr Ports oder mehr neue Spiele auf der Switch erscheinen sollen, wie zum Beispiel irgendwie ein neuer Port, keine Ahnung, irgendwie zum Beispiel Captain Toad's Treasure Tracker war richtig nice, wenn dazu irgendetwas Neues kommen könnte oder meinetwegen nochmal das auf der Switch, ich wäre dabei, definitiv. Dann auf alle Fälle, was meiner Meinung nach definitiv drankommen wird, zum Beispiel Super Smash Bros. Es wurde ja schon gesagt, dass irgendwie eine Art Super Smash Bros. Kommen soll, wie schon irgendwie bekannt gegeben worden ist, soll es eigentlich nur ein genauso sein wie auf dem 3DS und auf der Wii U. Nur meiner Meinung nach wäre es etwas besser, wenn sie vielleicht noch eine kleine Überraschung einpacken würden und irgendwie so eine Art Story-Modus einpacken würden, wie bei Smash Brawl. Das war einfach toll. Und ein paar neue Charaktere. Was für Charaktere ich mir vorstellen kann, da gibt es viele, was ich mir so vorstellen kann. Es müssen natürlich aber auch Charaktere sein, die von Nintendo auch gepublished worden sind und die auch durch Nintendo irgendwie bekannt sind. Aber jetzt im Moment, außer die zwei ARMS-Spieler, also Ribbon Girl und der andere, der männliche Hauptdarsteller, kann ich mir eigentlich gerade gar nichts vorstellen. Außer die werden vielleicht so wie Roy, also die Cooperlinge von Bowser, also Bowser Jr., Roy und die ganzen, wenn die irgendwie so auch werden, dass man customized die ganzen Charaktere von ARMS drin hätte, das wäre auch recht nice. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Jetzt schaue ich ganz kurz auf meinen Schrank, was ich alles so wirklich für Spiele so entdecken könnte. Auf alle Fälle irgendwie so ältere Spiele würde ich mich freuen, wenn irgendetwas davon wieder mal gebracht werden kann, was damals auf der GameCube da gewesen ist und jetzt leider nirgends mehr zu finden ist. Zum Beispiel irgendwie Mario Kart Double Dash. Oh, das wäre so schön, wenn es irgendwie so eine Art neue Mario Kart gibt. Aber es gibt ja schon irgendwie Mario Kart 8 Deluxe. Also juhu! Was sagst du, Rosi? Fällt dir nichts ein, ich weiß. Es gibt nämlich viele ältere Spiele, die mir sehr damals gefallen haben und ich natürlich auch irgendetwas davon gerne sehen würde. Also, da gibt's einiges. Was definitiv auch nice wäre, wenn man irgendwie eine Art Pokémon Stadium 3 machen würde. Also wenn die irgendwie damit auspacken würden. Oh, ich wäre sofort dabei. Pokémon Stadium 3 oder irgendwie Pokémon Snap, ein neues, das wäre auch richtig schön. Was ist los, Rosi? Versteckt sich die ganze Zeit bei mir. Ah! Ah! Sie kitzelt mich zu stark. Ui. Gut, die Chefin ist da. Ja, irgendwie so etwas wäre richtig schön. Oder wenn man... Ein kleiner Nachtrag, Leute, während ich mich gerade von den Meerschweinchenhaaren befreit habe, ist mir eine Sache nochmal in den Kopf gekommen. Natürlich wird
ein kleiner Teil des Streams auch damit zusammenhängen, dass etwas erzählt wird über Kirby Star Allies, dass irgendwie da vielleicht ein paar Neuerungen geben wird oder dass man Amiibos irgendwie da das und das damit verwenden kann und dass es vielleicht irgendetwas Überraschendes noch gibt und wahrscheinlich wird auch noch irgendetwas über das Yoshi Switch Spiel, das Yoshi Spiel für die Switch, dass dazu wahrscheinlich auch noch irgendetwas erwähnt wird. Also ja. Vielleicht wird ja aber jetzt auch schon bekannt gegeben, dass Bayonetta 3 jetzt doch früher kommen soll und dass es jetzt schon bald in den Startlöchern sein wird. Wer weiß. Aber es wird hauptsächlich auch über Mario Tennis Aces gesprochen, wahrscheinlich über die Amiibo-Kompatibilität, weil bis jetzt ist gar nichts darüber auch überhaupt bekannt, dass ob überhaupt Amiibo-Kompatibilität kommen wird. Oh Gott, du verlierst ganz schön viele Hauptschuppen. Gott. Ey, was soll das? Das ist mein Band. Hör auf damit. Ah! Hey, hör auf, meine Jacke zu essen. Die ist nicht essbar. Ja, irgendwie so Kleinigkeiten, dass vielleicht jetzt mehr Amiibos wiederkommen sollen, weil es sind wirklich letztes Jahr sehr wenige rausgekommen. Besonders jetzt, die ist eiskalt, meine Jacke. Es sind wirklich weniger Amiibos rausgekommen und ich könnte mir persönlich, ich mir selber, sehr viele Sachen vorstellen, was man mit den Amiibos noch so machen könnte auf neueren Spielen, mit neueren Spielen irgendwie Ports irgendetwas bilden könnten. Also ich habe da sehr viele Sachen im Kopf und ich hoffe, dass die irgendwie vielleicht irgendetwas davon auch umsetzen könnten. Ah, du kleine... Uch. So. Ja. Dass die... Nicht pinkeln. Bitte nicht pinkeln. Wie sie einfach mit einem Bein rumchillt. Jetzt rutscht sie mit dem anderen Bein auch runter. Na, komm mal, Flo. Ja, jetzt kommt sie wieder hoch. Ah, die hat ganz schön scharfe Krallen. Ah! Jetzt muss ich gleich duschen. Dass ich mir zum Beispiel irgendwie Spiele vorstellen könnte, die damals sehr beliebt waren, beziehungsweise meiner Meinung nach sehr beliebt waren und jetzt hat gar nichts mehr irgendwie, nirgends mehr irgendetwas Neues gehört wurde da, oder dass irgendetwas rausgekommen ist, ein Port oder irgendwie eine Fortsetzung. Zum Beispiel, eine meiner Lieblingsspiele damals war Gotcha Force. Das war, dass man hat irgendwie solche kleinen Kampfspielzeuge, Roboter gespielt und man musste irgendwie die Nachbarschaft retten. Au, die beißt mich. Sie will, glaube ich, essen, oder? Hast du Hunger? Ja, du hast Hunger. Dass man irgendwie die Nachbarschaft retten musste von irgendwie ein paar Kindern. Und mit den Kindern hat man sich gegen andere Kinder duelliert, die auch irgendwie solche Figuren hatten. Und das ist einfach ein sehr umfangreiches Spiel gewesen. Also, um das durchzuschaffen und jede einzelne Figur zu machen, weil man konnte sich Figuren craften, man musste aber nur die stärksten irgendwie dafür einsetzen auch, musste man irgendwie 10, 15 Mal das Spiel durchspielen. Es war etwas schwierig, aber es war auch schön. Dann würde ich mich halt sehr freuen, wenn es irgendwie, keine Ahnung, irgendein paar Spiele geben würde, die damals sehr beliebt waren und jetzt halt irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Es gibt so viele unendliche Spiele. Zum Beispiel auf der GameCube gab es ja auch Shadow. Das ist ja der schwarze Igel von Sonic. Da gab es ein extra Spiel. Ein Ballerspiel zwar, aber ein extra Spiel. Und ist auch komplett in Vergessenheit geraten worden. Schade eigentlich. Dann, ja, irgendwie so Art Kampfspiele. Aber da wird ja vielleicht irgendetwas mehr zu Smash erwähnt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach nur mal, dass mehr neue Titel geben wird auf der Switch. Also auf dem 3DS könnte man sich eigentlich fast verabschieden, finde ich. Weil die Switch ersetzt eigentlich den 3DS so gut wie. Da man ja mit dem auch überall rumlaufen kann und alles mit der Switch genauso unternehmen kann wie mit dem 3DS, nur sogar viel besser. Ja, noch einmal ganz kurz zum Schluss. Ich werde heute Abend streamen, nicht vergessen, 23 Uhr, beziehungsweise 10 vor, einfach mal kurz reinschalten. Hallo, hör auf, meine Jacke zu essen. Hallo, hör auf, meine Jacke zu essen, das ist Metall. Metall. Die ist einfach weiter. Schaut einfach um 23 Uhr oder 10 vor kurz vorbei auf meinem Kanal und dann könnt ihr mit mir gemeinsam einfach mal die Nintendo Direct anschauen. Ich werde sie genauso lang machen wie die Nintendo Direct, vielleicht 2-3 Minuten oder 5 Minuten länger, damit ich mal einfach meinen Senf dazu bringen kann. Und ja, das war's dann eigentlich auch damit. Im Großen und Ganzen, ich habe einfach große Erwartungen an die Nintendo Direct und hoffe, dass wenigstens
15-20% davon auch in Erfüllung geraten werden. Also bezüglich Amiibos vielleicht irgendetwas Neues. Smash hoffentlich. Bayonetta 3 wäre schön. Oder irgendwie so etwas Altes wieder mal hochzubringen wie Pokémon Stadium. Ein neues Pokémon Stadium machen. Das wäre einfach schön. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Das ist Rosi mit eurem PV. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, beziehungsweise heute Abend beim Stream um 23 Uhr. Tschüss!